Was geht ab, meine lieben Freunde? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Herzlich willkommen zurück zu diesem Video und herzlich willkommen zurück bei Self-Trade Money. Heute in diesem Video möchte ich euch die meiner Meinung nach beste Methode mit auf den Weg geben, um sicherzustellen, dass ihr auf der richtigen Seite des Marktes steht, okay? Und was ich euch einfach mal zeigen wollte, sind meine drei Trades von heute. Hier sehen wir einmal US-30, dann sehen wir hier Euro-USD. Das war heute wirklich ein grandioser Trade, wenn man hier oben schaut. Das ist auch der, den ich gepostet hatte in meine Telegram-Gruppe. Der ist immer noch am Laufen. Und genau das ist auch der Grund, Freunde, was ich in einem anderen Video schon mal gesagt hatte, wie wichtig es ist, einfach eine kleine Menge an Prozenten offen zu lassen, zum Beispiel 20% oder 10% oder 30%, je nachdem, wie ihr lustig seid. Und ja, hier kann man sehen, also ganz so tief würde ich eventuell auch nicht targetieren. Ich habe das jetzt noch offen, weil ich habe hier schon, ja, ab dem Punkt schon gute Profite mitgenommen. Aber ich habe jetzt halt hier noch 20%, die noch laufen. Und als kleinen Beweis, dass ihr nicht denkt, dass ich die Trades gar nicht eingegangen bin, hier kann man die auch nochmal sehen. Hier oben sehen wir den Sell-Einstieg beim US-30. Dann sehen wir hier den Sell-Einstieg beim Euro. Und wir sehen hier den Sell-Einstieg vom AUD-USD. Und das Ganze sehen wir hier. Also auch der Trade definitiv grandios am Laufen immer noch. Richtig nice. Also heute war definitiv ein sehr guter Tag. Okay, Freunde, genug jetzt allerdings von meinen eigenen Trades. Ich möchte dir jetzt die meiner Meinung nach beste Methode mit an die Hand geben, um dich auf die richtige Seite des Marktes zu positionieren. Und du hast jetzt, wie gesagt, auch schon im letzten Video viel über das 3-Boxen-System gelernt. Was ich allerdings von dir möchte oder was ich dir empfehlen kann, ist, dass du das, was ich dir heute zeige, noch vor dem 3-Boxen-System anwendest, okay? Weil dann hast du wirklich eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, richtig positioniert zu sein und richtig, richtig brutale Trades zu machen. Aber bevor wir starten, möchte ich dir erstmal nochmal was zeigen. Wenn wir zum Beispiel in einem Aufwärtstrend sind, okay, dann geht dieser Aufwärtstrend ja niemals einfach so. Also es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir meinetwegen in einem bullischen Markt sind, einfach nur so nach oben traden. So, das ist ja nicht der Fall. Genauso wenig, wenn wir in einem bärischen Markt sind, dass wir einfach nur so nach unten gehen. Das ist ja Quatsch. Es ist ja immer so, dass wir, sag ich einfach mal, in diesen Impuls- und Korrekturbewegungen uns befinden. Das heißt, Impuls, Korrektur, Impuls, Korrektur, Impuls, Korrektur, Impuls, Korrektur. So lange eben, bis es nicht mehr klappt und wir quasi mit der Struktur shiften und dann geht das Ganze in diese Richtung weiter. Aber genau hier haben wir jetzt dasselbe auch. Impuls, Korrektur, Impuls. So, das ist ja relativ einfach. Und jetzt ist allerdings die Frage, warum passiert das Ganze überhaupt? Und ich könnte jetzt wirklich eine Stunde darüber sprechen, warum und was vor allen Dingen auch genau passiert. Wieso, weshalb, warum wir immer wieder diese Korrekturphasen hier haben. Und wir wissen, dass wir den Markt so betrachten, als gäbe es quasi eine Instanz. Ja, in dem Fall sagen wir einfach mal Smart Money. Wir können aber auch sagen, der Composite Man. Der Composite Man bedeutet einfach nur, dass wir uns vorstellen, okay, vorstellen, als würde eine einzige Person den Markt lenken. Und diese einzige Person sind allerdings alle Banken, alle Hedgefonds, alle großen Institutionen zusammengefasst. Das basiert im Prinzip auf Herrn Richard Wyckoff. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, einfach mal eingeben Wyckoff. Dann werdet ihr auch wissen, wer der Composite Man ist. Ja, so. Der hat das Ganze damals erfunden mit dem Composite Man. Wir können dazu sagen Composite Man, wir können sagen Banken, wir können sagen Smart Money. Im Prinzip ist es alles dasselbe. Aber wenn wir den Markt aus dieser Ansicht, sag ich mal, heraus betrachten, dass Smart Money im Prinzip den Markt lenkt und quasi den Preis in eine bestimmte Richtung treiben möchte, okay, dann haben wir trotzdem, wenn wir zum Beispiel sagen, Smart Money ist in diesem Fall bullish, ja, also möchte den Markt kaufen und möchte den Preis nach oben treiben, dann haben wir trotzdem immer diese Korrekturphasen hier. Wieso, weshalb, warum? Im Prinzip ist das Ganze logisch, ja. Wenn Smart Money zum Beispiel bullish unterwegs ist, ja,
gibt es aber immer wieder diese Retracement, also diese Korrekturphasen. Was bedeutet dies dann? Es bedeutet im Prinzip einfach, dass diese Down-Moves hier gemacht werden, okay? Und im Gegenstück dazu diese Up-Moves hier gemacht werden, um innerhalb von dieser Range so viele Leute, wie es geht, zu liquidieren, in den Stop-Loss fallen zu lassen und im Prinzip Geld verlieren zu lassen, okay? Nur um danach weiter in die entsprechende, ja, vorgesehene Richtung weiter zu handeln, also bullish. Was passiert jetzt, wenn wir sowas sehen? Was passiert ist, dass wir diese Boxen hier im Prinzip formen, denn wir markieren uns einfach die letzte Sell-to-Buy-Range und verwechselt das jetzt nicht mit dem Drei-Boxen-System, denn da ist es ja so ähnlich, okay? Und beim Thema Supply and Demand ist es ja auch so ähnlich, im Prinzip genau dasselbe, denn dort markieren wir ja auch die letzte Sell-to-Buy-Range, ja, und die letzte Buy-to-Sell-Range. Habe ich ja im letzten Video ausführlich erklärt. Einfach, wenn wir so machen und hier meinetwegen rübergehen, sehen wir, dass der Preis jedes Mal auch sehr, sehr gut hier dran wieder reagiert und ebenso dadurch die Struktur formt. Wobei das jetzt gar nicht das Thema des Videos sein soll, aber das kann man schon mal im Hinterkopf behalten, dass diese Sell-to-Buy-Ranges, ja, und das ist einfach immer nur der letzte größere Verkauf vor dem Up-Move. Der letzte größere Verkauf vor dem Up-Move. Das sind im Prinzip starke Demand-Zonen hier in diesem Bereich und hier in diesem Fall starke Supply-Zonen. So, und um das Thema jetzt ein bisschen zu vertiefen, möchte ich dir diese Grafik hier zeigen, okay? Und was ich mit diesem Video bewirken möchte, ist, dass du anfängst, die Marktstruktur in Form von diesen Boxen zu sehen. Das ist das, was ich mit diesem Video, ja, dir einhämmern möchte. Dass du versuchst, die Marktstruktur bzw. der Marktstruktur zu folgen mit diesen Boxen. Weil das ist ja das Einmaleins der Marktstruktur. Wir haben hier einen Bruch der Struktur, wir haben hier einen Bruch der Struktur, wir haben hier einen Bruch der Struktur und so weiter und so fort. Das heißt, was ich mit diesem Video vorhabe, ist im Prinzip dir eine noch einfachere und leicht grafisch dargestellte Art und Weise zu präsentieren, um der Marktstruktur zu folgen. Okay? Weil Marktstruktur ist das A und O. Und wenn wir das abgeschlossen haben und dann noch das Drei-Box-System obendrauf setzen, sag ich mal, dann haben wir wirklich sehr, 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 sehr gute Chancen, im Markt richtig positioniert zu sein und uns in der richtigen Richtung zu befinden. Wichtig ist, dass das im Prinzip auf jeder erdenklichen Timeframe funktioniert. Also das wirst du aber auch gleich sehen, das werde ich dir auch gleich noch zeigen. Ich zeige dir das jetzt hier erstmal in der Theorie und dann gleich nochmal mehr in der Praxis. Wir wollen uns die sogenannten Sell-to-Buy-Ranges einzeichnen. Wir können das Sell-to-Buy-Boxen nennen, wir können das Sell-to-Buy-Blocks nennen, wir können das nennen, wie wir wollen. Aber im Prinzip sind es immer die letzten Down-Moves vor dem Up-Move. Die letzten Down-Moves vor dem Up-Move. Die letzten Down-Moves vor dem Up-Move. Und was passiert jetzt? Wichtig ist zu erwähnen, dass, wie ich eben ja meinte, Smart Money, der Composite Man, egal wer auch immer jetzt, hat vor, den Preis nach oben zu treiben und hier in diesen Ranges werden andere Leute liquidiert. Diese Punkte allerdings, okay, diese Punkte hier, das hier sind sogenannte Protected, also beschützte Lows, okay, das heißt, Smart Money möchte diese Punkte halten, denn wenn wir hier runterkommen, dann wären deren Positions im Minus und das wollen die nicht. Das ist, wie gesagt, ein Thema, wo wir jetzt eine Stunde drüber sprechen könnten, wieso, weshalb, warum. Aber es ist einfach Fakt, dass diese Lows hier so lange gehalten werden sollen, ja, vom Markt, bis wir quasi ein Shift bekommen und bis Smart Money sagt, okay, wir wechseln die Seiten und wir machen jetzt anstatt mit Buys, machen wir jetzt mit Sells Geld. Das heißt im Prinzip, ab dem Moment, wo diese Lows hier gebrochen werden, ist es sehr, sehr gut möglich, dass wir die Seiten wechseln und uns umpositionieren müssen. Und genau das siehst du, ist hier im Prinzip passiert. Dieses Low wurde gebrochen hier. Was machen wir dann? Anstatt uns die letzte Sell-to-Buy-Range zu markieren, markieren wir uns dann die letzte Buy-to-Sell-Range. Okay, das heißt, wir wechseln quasi die Seiten. Wir müssen ab jetzt schauen, okay,
Order Flow shiftet bearish. Das heißt, wir markieren uns nicht mehr die letzten Sell-to-Buy-Ranges, sondern die letzten Buy-to-Sell-Ranges. Und diese Sachen werden dann validiert, indem wir hier runter traden. Ganz wichtig, das Thema, wann sind diese Boxen überhaupt existent? Wann können wir überhaupt davon sprechen, dass es diese Boxen überhaupt gibt? Ganz einfach erklärt, diese Boxen werden erst zu so einer Box, okay? Sie werden erst zu so einer Box, wenn wir quasi diesen Downpush hier sehen und dann hier drüber getradet wird. Wenn wir zum Beispiel noch hier sind oder hier sind oder hier sind, dann gibt es diese Box noch gar nicht. Sie ist noch gar nicht da. Sie gibt es noch nicht, okay? Diese Box gibt es erst dann, wenn wir hier drüber traden. Hier genau dasselbe. Und jetzt werdet ihr auch gleich verstehen, warum wir hier shiften. Diese Box hat erst ihre, sag ich mal, Daseinsberechtigung, ihre Existenz verdient, dann, wenn sie hier validiert wird. Wenn wir hier sagen können, check, weil hier traden wir drüber. Genau wie hier. Genau wie hier. Vorher, wenn wir zum Beispiel noch hier sind oder hier sind oder hier sind, gibt es diese Box noch gar nicht. Die Box wird erst validiert, wenn wir hier sind. Und was sehen wir jetzt hier? Wir sehen hier, dass diese Box auch hier validiert wird. Nur was passiert dann? Im nächsten Schritt wird diese Box hier unten gebrochen. Hier wird hier unten gebrochen. Und das bedeutet, dass wir jetzt nicht mehr schauen, okay, wo sind die Hochs dieser Box, sondern wo sind die Lows dieser Box, und wir folgen dann quasi der bärischen Struktur. Und diese Box hier, gibt es ja auch erst wann? Das ist jetzt die Quizfrage überhaupt. Wann gibt es diese Box natürlich erst? Hier. Wenn wir hier quasi diese Box bilden. Vorher gibt es die Box auch noch nicht. Vorher könnten wir im Prinzip auch noch bullish sein. Und es könnte auch mal sein, dass wir quasi hier untertraden, aber dann würde immer noch diese Box hier das Ganze versuchen auszuhalten. Wenn wir aber sehen, dass diese Box auch noch gebrochen wird, dann ist es für uns nochmal ein viel, viel dickerer Indiz, sag ich mal, dass wir bearish shiften. Okay, das erstmal in der Theorie. Das heißt, was du dir merken musst, ist, diese Boxen werden validiert, wann? Dann, wenn wir hier übertraden. Hier, hier. Okay, und quasi die Gegenseite dazu, dann im Prinzip die letzte Buy-to-Sell-Box, wird dann validiert, wenn wir hierhin traden. Und hier und hier und hier. So, wie sieht das Ganze jetzt ein bisschen realistischer in der Praxis aus innerhalb von einem Chart? So, was sehen wir? Wir sehen den letzten Sell, bevor wir hiermit diese Box validieren. Ja, und wichtig ist auch, Freunde, es ist Auslegungssache, was wir für eine Box nehmen. Wir könnten genauso gut das hier als letzten Sell nehmen, okay, und hier eine Box ziehen und sagen, diese Box ist hier jetzt existent und die wird hier validiert. Aber wenn wir die komplette Sell Range nehmen, sind wir von der Struktur her einfach übergeordnet noch besser aufgestellt. Und wie gesagt, das ganze Konzept, was ich dir hier zeige, ist eine Möglichkeit, im Prinzip eine Alternative, um die Struktur für sich optimal zu nutzen. Und wir sehen das jetzt hier auch, dass wir hier quasi übertraden und damit im Prinzip diese Box hier validieren. Oder wenn wir sagen, wir nehmen diese Box, wird diese Box hier validiert an dieser Stelle. Okay, dann geht es weiter. Und wir validieren im Prinzip, hier bildet sich die nächste Box, weil hier ist wieder eine Sell-to-Buy-Range. Und wir folgen einfach diesem Flow und wir bleiben so lange bullish. Das ist im Prinzip die Kernaussage. Wir bleiben so lange bullish, bis quasi die Boxen sich wechseln. Und dann shiften wir bearish. Wir switchen potenziell bearish. Und zwar wann? Ab dem Punkt, wo diese Lows hier quasi nicht mehr respektiert werden. Hier sehen wir nämlich, dass das Low hier rausgenommen wird und wir switchen bearish, okay? Und dann machen wir Folgendes, wir markieren quasi wieder die Buy Range vor dem Sell und switchen quasi bearish und folgen dann dem bearischen Order Flow. Und das ist im Prinzip meine Herangehensweise, um für mich die Struktur
richtig zu definieren. So, jetzt möchte ich dir einfach mal das Ganze ein bisschen in der Praxis an irgendeinem Chart zeigen. Und zwar, um das Ganze allerdings zu machen, würde ich dir empfehlen, in eine bisschen höhere Timeframe zu gehen, zum Beispiel 30 Minuten. Was sehen wir zum Beispiel hier? Was sehen wir zum Beispiel hier? Ist im Prinzip genau dasselbe Prinzip. Wir sehen hier bei dieser Box, ja, einen brutalen Buy. Und jetzt die Quizfrage, wann wird diese Box überhaupt existent? Wann? Hier. Sobald wir dieses Low hier brechen, können wir sagen, es gibt diese Box. Okay, es gibt diese Box. Man könnte wirklich aus diesem Prinzip schon eine eigene Trading-Strategie bauen. Das ist aber jetzt gar nicht das Thema in diesem Video, sondern ich will dir erstmal versuchen, das wirklich einzuprügeln, dass du diese Boxen verstehst. Und zwar, wenn wir uns das hier anschauen. Ja, wenn wir uns das hier anschauen. Wenn wir uns das hier anschauen. Fangen wir einfach mal an und sagen jetzt meinetwegen, wir sind hier unten. Okay, und jetzt folgen einfach der Struktur mit dem Konzept, was ich dir eben beigebracht habe. Also, wir markieren uns hier den letzten Push nach unten. Okay, wir markieren uns den letzten Push nach unten und folgen der Struktur. So, hier. Jetzt wieder die Quizfrage, wann wird diese Box überhaupt valide? Die Box wird hier valide. Jetzt können wir uns diese Box einzeichnen und sagen wir, es gibt diese Box, okay, weil wir hier drüber traden. Vorher, wenn wir noch hier sind, hier sind, hier sind, dieses ganze Zeug hier drinne interessiert uns alles gar nicht. Es interessiert uns nicht die Bohne. Wir sagen jetzt erst, wir haben hier eine Sell-to-Buy-Box, okay, mit der wir die Struktur definieren auf einer höheren Timeframe. Das ist im Prinzip die Kernaussage dieses Videos. So, wenn wir das jetzt alles hier mal wegmachen, was sehen wir als nächstes? Wir folgen der Struktur weiterhin und zwar hiermit. Hier sehen wir wieder ein neues Hoch, ja, also die Box wird hier gebrochen und dann sehen wir wieder einen Push hierhin. So, wo wird die Box validiert? Hier, okay. Und wie ich eben meinte, wir können schon hier draus eigene Trading-Strategien und alles drum und dran, nur mit Hilfe von diesen Boxen, könnten wir schon, sag ich mal, uns zusammenschustern. Aber darum soll es heute noch gar nicht gehen. Ich möchte nur, dass du versuchst, die Struktur, der Struktur zu folgen mit Hilfe von diesen Boxen. Weil wenn du dann merkst, okay, wir haben hier eine bullische Box, wir haben hier eine zweite bullische Box und du dann hergehst und schaust, okay, drei Boxensystem meinetwegen, kann ich jetzt ohne großartig hier nachzugucken, um es wirklich jetzt mal einfach zu halten, dass das hier meinetwegen wieder unser Impuls ist, okay, wie im letzten Video erklärt. So, dann haben wir hier unseren Demand-Bereich, ja, hier, letzte, und hier siehst du, dass die beiden Konzepte miteinander zusammengehören. Hier haben wir ja jetzt auch, das ist ja jetzt unsere Demand-Zone, unseren letzten Down-Move vor dem Push. Und das ist ja, wie du jetzt weißt, rot. Okay, und was könnten wir jetzt hier wieder sehen? Einen brutalen Einstieg hier in diesem Bereich, der auch noch, sag ich mal, Sinn ergibt von unserer Definition der Struktur. Und diese beiden Sachen miteinander kombiniert, das ist wirklich was, was sehr, 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 sehr brutal für dein Trading sein kann. Okay, und wir können wirklich der Struktur hier die ganze Zeit folgen. Und du merkst, wir sind so lange bullish unterwegs, bis es quasi nicht mehr funktioniert und quasi die Struktur nicht mehr hält. Das heißt, hier diese ganzen Lows, ja, können wir uns einmarkieren und sind im Prinzip entspannt und weiterhin bullish, bis quasi wir sehen, dass es nicht mehr klappt. Und dazu möchte ich auch nochmal sagen, dass die besten, beziehungsweise dass ich eine Box erst dann validiere, wenn wir eine Candle bekommen, die mit ihrem Körper hier durchschließt, wie hier. Hier sehen wir ja, der Körper bricht durch. Hier allerdings bin ich nicht so ganz zufrieden mit, weil wir hier nur Wicks sehen, die quasi diese Box validieren. Das ist dann ein bisschen Auslegungssache, aber wir sehen auch schon, dass quasi der Impuls ein bisschen schwächer wird,
dadurch, weil wir nicht komplett darüber schließen und wir uns dann in so einer kleinen Range hier befinden. Aber wenn wir der Struktur jetzt einfach weiter folgen und wieder sagen, okay, wir haben hier wieder ein Cell, ja, wir haben hier ein so, das machen wir weg, das ist jetzt unsere Box Nummer 1 meinetwegen wieder, die wird wann validiert, hier, okay, Box Nummer 1, dann haben wir hier Box Nummer 2, welche hier mit validiert wird und jetzt sehen wir hier zum Beispiel auch wieder den letzten, wenn wir meinetwegen ein bisschen runtergehen in der Timeframe, oh, jetzt hoffe ich, dass ich, was können wir jetzt hier sehen? Wir sehen ein Shift, okay? Und wieso, weshalb, warum sehen wir jetzt ein Shift in der Struktur? Weil das hier meinetwegen unsere letzte Box war, okay? Das war unsere letzte Box. Die Box wurde validiert in diesem Moment. So, was passiert aber jetzt als nächstes? Wir brechen jetzt hier unter. Das heißt, jetzt schauen wir nicht mehr nach dem letzten Down-Move vor dem Up-Move, sondern wir schauen nach dem letzten Up-Move vor dem Down-Move. Okay, das heißt, wir können uns das hier markieren und folgen jetzt dieser bärischen Struktur hier weiterhin. Und gehen hier weiter und markieren das. Und das wird hier quasi validiert. Dann schauen wir weiter und sehen, hier wird es hier validiert. Und solange wir jetzt auch nicht hier drüber traden und hier drüber traden, sondern weiterhin hier unterschließen, sind wir sehr, sehr bärisch ausgerichtet. Das heißt im Prinzip, dass du versuchen solltest, den Markt in dieser Art und Weise zu sehen. Zum Beispiel Box 1, Box 2. Signalisiert jetzt was? Bullish. Okay, wir sind bullish. Und dann kann ich dir empfehlen, innerhalb von diesen Boxen, die natürlich erstmal validiert werden müssen, wie hier und wie hier, ja, innerhalb von diesen Boxen ist es dann sehr, sehr oft der Fall, dass wir wieder ein Retracement bekommen, zurück in diese Boxen und in diesen Boxen dann mit dem 3-Boxen-System aus dem letzten Video zu arbeiten. Und zum Beispiel sowas zu sagen wie meinetwegen hier in Blau. Es ist aber auch immer ein Hin und Her hier. So, das meinetwegen in Blau. Dann meinetwegen sowas hier in Rot. Und sowas hier in Grün. Weil was sagt das Ganze jetzt aus? Das sagt jetzt aus, natürlich müssen wir erst die Box hier validiert haben. Das sagt im Prinzip aus, dass wir bullish sind von der übergeordneten größeren Struktur. Deswegen würde ich dir auch empfehlen, diese Boxen auf 30 Minuten oder eine Stunde oder so zu benutzen, um einfach einen höheren Timeframe zu haben, ein größeres Bild zu haben und dann innerhalb mit der Struktur das 3-Boxen-System anzuwenden. So wie hier im Prinzip. Bärisches Szenario, also ganz einfach gesagt, so. Bärisches Szenario würde dann im Prinzip so aussehen. Wir haben hier Box Nummer 1, wir haben hier Box Nummer 2. Die beiden Boxen werden wann validiert? Hier wird die erste Box validiert, weil wir hier runter traden. Hier wird quasi die zweite Box validiert. Und wenn wir dann, sag ich mal, ein Retracement zurück, also eine Korrektur zurückbekommen hierhin, dann können wir wieder wunderbar mit dem 3-Boxen-System arbeiten, ja, und das dann mit der übergeordneten Struktur der Struktur folgen. Und das ist im Prinzip eine sehr, 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 sehr brutale Herangehensweise, weil dieses Video hier und heute ist im Prinzip ein Marktstruktur 2.0 Video. Also das ist eine andere Herangehensweise, die Marktstruktur für sich quasi zu nutzen. Und wichtig ist, wie gesagt, dass wir immer darauf schauen, dass diese Lows, also diese Protected Lows hier nicht unterschritten werden. Sobald wir zum Beispiel sehen, dass das erste überschritten wird,
ist es sehr, sehr, sehr gut möglich, dass wir von der Struktur her Beere shiften. Und genauso gut folgen wir der Struktur einfach so lange weiter, wenn wir hier weiterhin bullish, ja, diese Sell-to-Buy-Ranges bestätigen. Das ist im Prinzip das, was ich dir heute zeigen wollte. Und es gibt verschiedene Sachen. Also man kann dann, sag ich mal, sehr, sehr viel machen. Zum Beispiel sagen, man nimmt aus diesen Sell-to-Buy-Ranges, ja, nachdem das hier ja validiert wurde. Hier wurde ja quasi die Box validiert. Okay, hier wurde ja jetzt die Box validiert. Hier können wir sagen, diese Box ist existent, es gibt sie hier. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte man dann Entries suchen aus 50% dieser Box. Oder man könnte auch hier sagen, man nimmt aus der zweiten Box, sehr, sehr brutale Strategie, weil jetzt mal angenommen, das hier ist die erste, die sich gebildet hat. Erste Validierung hier, zweite Box, Validierung hier. Jetzt könnten wir hier auch wieder sagen, wir nehmen 50%. Und wo würden wir dann Entries finden? Man mag es kaum glauben, aber genau hier in dem Bereich. Ja, wenn wir hier jetzt 50% von nehmen, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir genau dahin ungefähr traden. Und diese beiden Sachen miteinander zu kombinieren, ist wirklich eine brutale Herangehensweise. Denn man könnte ja jetzt auch sagen, hier haben wir jetzt unsere bullische Box gebildet. Bullische Box. So, das heißt, wir haben diese bullische Box. Jetzt denken wir einen Schritt weiter und gehen zurück zum 3-Boxen-System und sagen uns, okay, hier haben wir jetzt unseren Impuls nach oben. Hier hätten wir irgendwo unseren Supply- and Demand-Bereich. Ja, und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir dann Einstieg hier hätten finden können oder auch nicht. Kann sein, muss auch nicht sein. Aber hier im Prinzip genau dasselbe. Wir haben unsere Box, die hier validiert wird. Danach gehen wir hin und schauen, okay, hier ist der Impuls. Oder wir sagen, von hier kommt der Impuls. Dann sagen wir, okay, wo war auch hier, ja, unsere letzte Demandzone? War im Prinzip hier. Und wir traden von hier aus höher. Also wenn dich das Ganze verwirrt, dann versuch dir dieses Bild hier einzuhämmern in deinen Kopf, solange bis du es verstehst. Eigentlich ist es nicht schwierig. Wir schauen darauf, dass diese Boxen gehalten werden von diesen Protected Lows. Protected Low, Protected Low, Protected Low. Protected Low wird gebrochen, bedeutet, es ist sehr gut möglich, dass wir in die andere Seite shiften. Was machen wir dann? In unserem Kopf gehen die Alarmglocken an und es heißt, aha, jetzt sind wir nicht mehr bullish, sondern wir sind bärisch. So, du kannst dann natürlich noch auf eine zweite Bestätigung warten, also du könntest auch so lange warten, bis die Box hier validiert wird und diese auch noch und erst dann Short, nach Short suchen, auch möglich. Aber versuch dir dieses Bild, versuche die Struktur innerhalb von diesen Boxen zu sehen. Das ist das, was ich dir mit an die Hand geben wollte, mit diesem Video. Und wie gesagt, versuche am besten das Ganze auf einer etwas höheren Timeframe zu machen, wobei das Ganze auch wirklich auf jeder Timeframe funktioniert. Also ganz egal, ob wir meinetwegen im 4-Stunden-Chart sind oder auf dem 5-Minuten-Chart, im Prinzip ist es immer dasselbe Prinzip. Wir haben hier Sell to Buy, wir haben hier Sell to Buy. Wir haben hier Sell to Buy, wir haben hier eine größere Sell to Buy und was passiert jetzt irgendwann hier oben? Hier haben wir meinetwegen unsere letzte Sell to Buy, die wird hier oben bestätigt. Allerdings passiert dann Folgendes, wir sehen meinetwegen einen bärischen Shift, spätestens ab hier, okay, und was sehen wir jetzt? Wir orientieren uns um. Wir schauen nicht mehr nach Sell to Buy, sondern wir schauen nach Buy to Sells. Und nun versuchen wir den Markt nach unten zu bringen. Okay. Und was einfach auffällt, ist, wenn wir hier, ich meine, da ist wieder ein gutes Paradebeispiel eigentlich. Was wir jetzt sehen, ist wieder mal, wenn du jetzt hier guckst und wir 50% von dieser Box hier nehmen, was man hier oben für Einstiege bekommt. Und das war jetzt nicht irgendwie einstudiert oder so. Du hast gesehen, dass das gerade relativ spontan war. Aber so wollen wir die Struktur anschauen und so mit Hilfe von diesen Boxen wollen wir der Struktur folgen.
Das ist im Prinzip das, was ich dir mit diesem Video an die Hand geben wollte. Versuche den Markt mit diesen Strukturboxen, so können wir das gerne nennen, zu folgen. Okay, Freunde, ich hoffe, das war verständlich erklärt. Ich wünsche euch allen noch einen genialen Tag und bis zum nächsten Video, Freunde.